Hallo Afobs, willkommen im Lobenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Und der Marco führt mich jetzt in die Welt der Dinos. Ich habe hier meinen ersten selbstgebauten Dino. Ich wollte nie ein Dino bauen. Ich habe jetzt ein Dino gebaut. Und ich hatte beim Bauen dieses Dinos Spaß. Na siehst du. War doch gar nicht so schwer. Ja, du konntest die ganze Zeit immer sehr gut mitleben, dass ich kein Dino bauen wollte, weil du wolltest alle bauen. Aber das hat Spaß gemacht, wirklich. Das hat Spaß gemacht. Das ist ein Dino von Pandos. Ich weiß nicht, ob die von den anderen Herstellern auch so sind, aber der hat Spaß gemacht. Also Pandos Dino ist mit den Forange Dinos beispielsweise sehr vergleichbar. Also was die Bauweise, die Komplexität oder das Fehlen der Komplexität ist ja nicht wirklich kompliziert angeht. Also sehr vergleichbar, ja. Das Fehlen der Komplexität. Naja, also es ist nicht kompliziert zu bauen. Es ist schon schick, aber es ist nicht. Es ist, für mich waren die Dinos bisher entspanntes Bauen. Wie war der so für dich? Entspanntes Bauen. Seht ihr? Also prima. Ja, ich kämpfe noch an dem Satz vorhin. Ja, ist okay. Ist egal. Ich habe auch hier noch die Packung dazu. Jawohl. Die ist nicht so klein. Die ist nicht so klein. Aber sie ist trotzdem, sie ist, ich sage jetzt mal, 80% gefüllt. Mhm. Auch wenn es nicht so aussieht, es ist ein bisschen was drin. 1847 Teile, Pandos. Ja, ist ja meistens auch noch so ein Innenkarton drin. Oft ist das ja so eine Art Schublade, ne? Und diese Schubladen, die haben ja auch immer schon eine gewisse Wandstärke. Weißt du, was ich meine? Ja. Und diese Schubladen, das hat mir auch mal jemand erklärt, weiß nicht, vielleicht sogar der Klaus. Diese Schubladen haben, also in den Kartons, haben auf den Grund, dass beim Packen des Sets diese Schubladen, diese Pappschubladen über ein Förderband gehen und da die Tüten nacheinander reingegeben werden und zum Schluss kommen dann die Schubladen, zack, in den Umkarton. Was eine sehr gute Lösung ist. Ich finde aber auch diese Schubladen, die zum Beispiel Sembo hat oder auch jetzt hier die Pandos-Sets, die sind auch wichtig zur Stabilität. Ja. Der ganzen Verpackung. Richtig. Wenn du die Tüten nur in diese Verpackung reinwirfst und die Verpackung nicht den dicksten Karton hat, wölbt sich das alles. Wir hatten mal ein Bluebricks Pro Häuser am Wasser, Hafenhäuser, die Serie. Mhm. Weißt du, vom Rob? Strandhäuser, die, genau. Ja, die waren, ich glaube, die ersten waren ohne Innenverpackung. Mhm. Und die haben, das waren dann schon prall gefüllt, aber solche. Ja, die wölben sich dann, klar. Von daher sind diese Schubladen nicht so verkehrt. Aber kommen wir mal zurück zu dem Dinosaurier. Das ist ein Stegosaurus. Einer der, glaubst du mir, ist einer der bekanntesten Dinosaurier überhaupt. Ich kenne nur Langhals, Schafzahn. Und sowas ähnliches, aber mit so einem Kopf, der hat so, also der ist auch so, also so diese Größe, und hat so einen großen Kopf mit so einem Schild. Ja, das ist dann ein Triceratops mit so drei, aber der hat dann hier nicht diese großen. Das sind die drei, die ich kenne, weil das habe ich im Zeichentrick immer gesehen mit meiner Tochter zusammen. Triceratops und die Tyrannosaurus, also der Schafzahn, die sind sich früher auch begegnet. Der eine hat den anderen sicherlich essen wollen. Aber der hier hat 80, 90 Millionen Jahre früher gelebt. Der hat ungefähr vor 150 Millionen Jahren in dieser erdgeschichtlichen Phase der Oberjura, kein Studium, Trias, Jura, Kreide, die drei Erdzeitalter der Dinosaurier gelebt. Und der T-Rex erst vor 60, 70 Millionen Jahren, also der war längst ausgestorben, als der T-Rex durch die Wälder gestreift ist. Ja, habe ich auf Wikipedia jetzt noch mal kurz nachgelesen. Aber schick sie da aus. Was haben wir hier? Ich finde es cool. Ich habe mich schon ein bisschen auf Schule gefreut jetzt. Was haben wir hier für tolle Farben? Wir haben jede Menge Reddish Brown. Wir haben Dark Brown auch hier so dazwischen. Wir haben Dark Tan. Ich mag diese Brauntöne hin zum Beige. Finde ich schön. Und hier unten haben wir Dark Bluish Gray und Light Bluish Gray. Und ein bisschen Schwarz bei den bei den Zehennägeln, sagen das wir mal. Das hast du alles vollkommen korrekt aufgesagt. Und damit wir das nochmal kontrollieren können, kann ich das auch gerade hier in der Anleitung zeigen. Denn wir haben hier eine Steine-Teile-Liste. Wie war die Anleitung in den Farbtönen, die Marco uns gerade gesagt hat. Ja.
Die Anleitung war gut. Die Anleitung war wirklich, wirklich gut. So wie ich es mag. Kleine Abschnitte gut zu bauen. Ich meine, du hast ein paar Wiederholungen, weil so ein Tier hat halt zwei Seiten, die gleich sind. Ja, mit, spiegelverkehrt immer. Ja, ja, klar. Du baust oftmals Teile und dann steht gleich dabei zweimal. Ja. Was ja auch mal ganz nett ist, dass das so da steht. Glaub's mir einfach, es steht da drin. Ja, ja. Genau wo. Du hast Bauabschnittstüten. Ich meine, es waren bei dem Tierchen 9. Neun Bauabschnittstüten bei 1800 Teilen. Das sind also gerade mal gut 200 Teile pro Bauabschnitt. Trägt mit dazu bei, dass es sehr entspannt aufzubauen ist. Finde ich gut. Ach, ich finde es jetzt nicht. Ich glaube es war neun. Wir glauben es ihm. Waren 9 Bauabschnitte. Super. Anleitung. Selbst wenn es 5 gewesen wären, wäre das in Ordnung. Ja. Prima. So. Was kann er denn so? Also, was er auf jeden Fall kann, er kann eigentlich alles bewegen. Wir haben am Kopf Kugelgelenk, wir haben an den Beinen Gelenke, wir haben jedes Teil hier, jedes, ja. Jeden Knochenabschnitt oder ja. Was für ein Teil, jedes Teil des Teiles da hinten. Des Schwanzes, jawohl. Ist frei beweglich. Hinten, der sitzt nur auf der Noppe. Der sitzt nur auf einer Noppe, da muss man beim Bewegen ein bisschen vorsichtig sein. Bei den anderen sein, ja. Teilen sind immer 2 Kugelgelenke. Also zwei, wie Anhängerkupplung. Zwei und zwei mal. Ja. Ne? Genau. Und bei den Beinen, hier vorne, das sitzen auf großen Kugeln. Ja. Auf großen Kugelgelenken, ja, diesen dicken, die auf so, die haben 2x2 Bricks, ja. Große Balljoints. Ich wollte ein bisschen wieder, weißt du, Balljoints. Ja. Und hier hinten an den Oberschenkeln sind, glaube ich... Das sind sogar so Zahnräder dabei. Räder verbaut. Ja, ja, ja. Ne? Kenne ich. Sorgt dafür, dass das Ganze beweglich ist. Ja. Aber mit einem hohen Widerstand und deshalb auch sehr stabil steht. Wie gesagt, wenn da der Widerstand schlecht wäre, dann würde der immer die Grätsche machen. Hier vorne kannst du es auch noch bewegen. Prima. Kopf auch. Kopf, wenn ihr sowas mit dem baut, der Kopf... Also es hält alles super Bombe, wirklich. Toll. Der Kopf, ja, die zwei Flanken oder die Seitenteile des Kopfs hier, die sind nur mit einer Noppe festgemacht. Also diese 5 Slopes hier mit einer Noppe. Das heißt, wenn du hier dran rummachst, dann fällt dir vielleicht auch mal so was. Also der ist mit Vorsicht zu genießen. Sind die Augen bedruckt? Selbstverständlich. Ich sehe auch schon wieder, dass es hier diese typischen Spezialteile von Panlos gibt, nämlich so einen kleinen. Also eine kleine 1x1 Käseecke mit einer Noppe drauf. Kenne ich von Panlos. Habe ich schon ab und zu mal gesehen. War das immer Panlos? Da hatte ich auch bei meinem Mosasaurus, meinem Meeressaurier von Panlos. So einem blauen Ungetüm mit so 4 großen Flossen. Ist auch ein Panlos-Dinosaurier gewesen. Dieses Tier, das ist hier. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt ist. Er hat es mitgebracht, weil er da kommt. Den zeigen wir euch nochmal. Ich bin im Aufbau und ich baue hier mal Dino hin und einmal macht Klatsch. Und da hatte dieses blaue Vieh, wie auch immer er es genannt hat, keinen Kopf mehr. Der Kopf liegt da unten, den Rest hat er in die Kiste gepackt. Also wir können euch leider nicht zeigen, weil er ist ziemlich kopflos. Er ist ziemlich kopflos. Ja, er ist mir so unglücklich runtergefallen, dass diese Balljoints, diese kleinen Balljoints, an einer Stelle tatsächlich gebrochen sind, also ab sind. Sehr schade. Liegt nicht an Panlos, liegt daran, dass man so etwas, das aus etwas wie das hier nicht aus einer Tischhöhe auf den Boden fallen lassen sollte. So ein genereller Tipp an euch. Ja. Macht's nicht, weil diese Teile, die Segmente sind relativ schwer und die Verbindung zwischen den Segmenten hält. Ja, bei dem Vieh. Aber nicht nach dem Sturz. Das Vieh hat auch so einen Kopf. Also, ja, keine Ahnung, einen großen Kopf. Ja, ja, ja. Aber. Ja. Shit happens. Ruhe in Frieden. Ja. Ja, ich habe zu Hause noch so ein paar Teile. Ich repariere mir den wieder. Aber jetzt gerade ist er nicht zugegen. War spaßig. Wir verlinken auf das Video. Ja. Jawohl. Witzig an dem Stegosaurus ist noch, dass der so ungefähr 4,5 Tonnen wog und das Gehirn ein Gewicht von 80 Gramm ungefähr hatte. Wo soll es denn auch sonst hin, die Gramm? Ist nichts im Kopf da? Genau. Der hat irgendwie das, laut Wikipedia, das kleinste Gehirn der Dinosaurier und das Verhältnis aus Körpergewicht zu Gehirn ist halt, Und dieser kleine Kopf und diese kleine Gehirnmasse hat in den vergangenen Jahrzehnten auch zu dem Mythos beigetragen, dass Dinos dumm sind, weil die halt so wenig Platz für ihre Gehirne hatten. Gerade dieser Stegosaurus
mittlerweile ist das wissenschaftlich alles auch wieder ist widerlegt. Blödsinn, also Blödsinn, ja. Hier kleiner Kopf und großes Hinterteil ist blöd. Ja, also der muss nicht zwangsläufig dumm gewesen sein. Ich meine, das, was er machen musste, sich verteidigen und Pflanzen fressen, das war nämlich ein Pflanzenfresser, und sich vermehren, das konnte er sicherlich ganz hervorragend. Man hat ihn an verschiedenen Teilen der Welt als Fossilien gefunden. Das war eine erfolgreiche Tierart. Also kann er nicht, ich finde sowas wie dumm, würde ich, will, ist so ohnehin nichts, was ich einer Tierart als Stigma aufdrücken würde. Das kann doch keiner nachvollziehen, ob ein Tier sieht auf jeden Fall schick aus. Ich mag die Farben. Bauen hat Spaß gemacht. Prima. Gib nichts mehr gern bei dem. Fasse ich mal zusammen. Das ist der Stegosaurus von Panlos, die Setnummer 611007. 1847 Teile für 59,95 Euro. Da kann man auch nicht meckern. 58 cm ist er lang, wenn man den Schwanz ganz gerade lässt. Ne? 13 cm breit, 19 cm hoch, entspannt aufzubauen. Also man kann theoretisch auch zu Hause flach platzieren. Die Beine in diese Richtung oder in diese Richtung, wenn du nicht so viel Platz hast. Man kann ihn auch hinlegen, ja. zeig mir mal, was du da noch für tolle Dinos hast. Du hast ja noch ein paar. Also, das sind in letzter Zeit nämlich einige angekommen. Neuheit und gleichzeitig kam auch Airbnb. Ja. Du hast freundlicherweise mir gesagt, Micha, welchen willst du bauen? Ich habe mir mal für den entschieden. Ja, wir hatten schon Spinosaurier von anderen Marken, aber ich glaube, den haben wir auch jetzt erst neu von Panlos. Interessante Farben, sieht so ein bisschen sehr glänzend metallisch aus. Ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wo das Rendering nicht exakt den Farbton trifft. Müssten wir eigentlich mal reingucken. Jetzt, wenn du so sagst, dann machen wir es jetzt einfach mal, weil dann... Wäre ja Blödsinn, oder? Wäre ja Blödsinn. Du erzählst von dem Farbton, passt nicht und dann gucken wir nicht mal rein. Gucken wir nicht mal rein. Blödsinn. Ich habe ja hier den Logistikleiter bei mir, der hat Schublade. Schubladen. Zweigeteilte Schublade. Der hat immer einen Cutter dabei. Also das sind die zwei Farben. Ja. Du, da liegen wir aber nicht viel weiter weg. Ja. Also es glänzt mehr auf der Verpackung. Ja, es glänzt mehr, aber das hier haben wir ein wunderbares Sandblau. Sandblue ist das. Ein wunderbares Sandblau in Kombination mit einem Dark Blue. Das ist eine sehr schöne Farbkombination. Ist das auch Sandbraun? Orange, Sandorange? Was ist das? Nee, das ist tatsächlich so ein. Es könnte sein, dass es Medium Dark Flash ist. Na. Oder sogar so ein Flash-Ton. Aber ist eine interessante Kombination. Also Orange und Blau sind ja Komplementärfarben und das ist im Endeffekt so ein etwas abgeschwächtes Blau, ein Sandblau, Graublau und ein etwas abgeschwächtes Orange. Ich finde, das kombiniert sich ganz gut. Also, Kompliment. Tee. Jawohl. Nice. Da haben wir doch hier auch schon wieder jetzt Mods-Info rübergebracht. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei Forange-Dinos. Orange, jawohl. Forange. Ich weiß, wegen Orange. Ja, weil da oben in dem Logo ist eine Orange drin, habe ich gesagt. Nicht immer dieselben. Und die sind von der Teilezahl ungefähr halb so groß wie die großen Forange-Dinosaurier. Ich glaube, die liegen bei 34,95 oder so. 1000 Teile ungefähr. Jawohl, 996, 952. Ein Triceratops, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ein Schafzahn, haben wir drüber gesprochen. Und ein Pterycinosaurus. Ja. Interessant. Die Art kenne ich noch nicht. Das wollte ich auch noch fragen. Ob du das, was immer so da draufsteht, ob es das auch wirklich so gibt? Oder den kenne ich nicht. Ich meine, sie machen ja meistens die populärsten Arten. Sie machen einen Tyrannosaurus, sie machen einen Brachiosaurus, sie machen einen Stegosaurus, sie machen einen Triceratops, sie machen einen Velociraptor natürlich. Meistens sind es halt die man kennt. Aber diese Pterycino irgendwas, den kenne ich nicht. Du hast noch Dinos von Dekul, die sind noch älter. Weil da ist kein Fleisch mehr dran. Richtig. Ein Brachiosaurus, und zwar ein Skelett, so wie es im Museum stehen würde. Langhals. Ein Langhals. Haben wir hier eine Teilezahl? Ja, 500 Teile. Sieht schick aus, auch mit Schild. Ob das jetzt ein Print oder ein Sticker ist, kann ich nicht sagen.
Und ein Mosasaurus, aber nicht der blaue, den ich gebaut habe, sondern auch ein ihr seht, skelettierter. Der Kollege Moser hat einen, ich glaube, einen Titel. So ein Skelett findet man beispielsweise im sehr zu empfehlenden Senckenberg Museum in Frankfurt. Von ihm meinst du? Schön beleuchtet. Ich glaube, von denen gibt es eins, ja. Okay. Ist ganz bekannt. Dann natürlich der Velociraptor. Den kenne ich halt auch, weil den kennt man aus Film und Fernsehen. Ja, sieht schön aus. Ja. Müssen wir auch mal irgendwann einen davon bauen, einfach auch mal um die Frage zu klären, wie stabil ist das? Denn ich meine, so ein langer Schwanz, der sieht gut aus, solange die Balljoints genug Klemmkraft haben. Falls sie das nicht haben, dann nicht. Gibst du einen von deinen Noppensteinstuben-Jungs da? Ja. Oder? Genau. Und das finde ich auch sehr schön, ein Mammut. Nein, das ist kein Dino. Nein, das Mammut lebte vor 100.000, 50.000 Jahre in der Eiszeit. Also viel, 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 viel näher an uns. Oh. Aber sieht auch sehr schön aus. Arme Manni. Manni, das myrische Mammut. Habe ich letztens erst wieder mit meinen Töchtern gesehen. Genial. Genial. Achtung, Heiz und Fittich. Ja, ist auch sehr schöne deutsche Synchro. Otto als Faultier und so. Sehr schön. Gut, gell? Also ein Mammut. In Klammern Skeleton. Ach was. Ja, vier kleine Sets von Dekul, alle so um die 500 Teile. Ja. Ich würde sagen, das war's dann für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Jawohl, so ist es. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Also so ein bisschen kann ich mich auch mit so Dinos ein bisschen anfreuen. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt bräuchte ich mir noch so einen Säbelzahn und ein Faultier-Skelett. Faultier? Warum haben wir eigentlich ein Faultier? Wir haben von Jekka ein Faultier. Seid ihr noch drauf? Ein Faultier haben wir von Jekka. Haben wir? Kann sein. Also von Jekka gibt es alles Mögliche. Ich glaube, wir haben auch ein Faultier. Ja, ich muss mal Nadja fragen, ob wir ein Faultier von Jekka haben.